Ja, ist sehr überrascht. Ich konnte es eigentlich zuerst gar nicht glauben, wo ich dann die Telefonnummer gesehen habe. Eigentlich war ich ja ganz normal zu Hause. Ich wäre dann ins Training gegangen, wollte dann danach das Spiel gegen Polen anschauen. Das habe ich mir so aufgenommen, dass ich es dann real life anschauen kann. Und dann hat sich ja eigentlich alles ja, schlagartig geändert. Kam der Anruf, ob ich bereit wäre zu kommen. Da musste ich nicht groß drüber nachdenken. Habe ich gleich gesagt, ja, klar. Und dann ja, wollten sie eigentlich noch warten mit der Entscheidung bis nach dem Spiel und wollten sich dann nochmal melden. Aber dann kam, glaube ich, 10 Minuten später wieder der Anruf, dass ich meine Tasche packen kann. Ja, also ich bin dann hier um 6:50 Uhr mit dem Flugzeug nach Wien und dann wurde ich mit Patrick Zieker zusammen abgeholt und nach Wien gefahren. Wir mussten dann erstmal direkt zu einem Corona-Test außerhalb vom Hotel, durften dann ins Hotel. Mussten dann noch, ja klar, Abstand halten von allen anderen, bis wir dann nochmal dort auch noch einen PCR-Test gemacht haben. Und dann, als die Ergebnisse kamen, durften wir dann an der Besprechung teilnehmen und dann auch mit ins erste Training. Aber ansonsten, ja, war alles wirklich gut organisiert, dass man sich ein bisschen aus dem Weg geht. Man hat das Essen sich aufs Zimmer geholt, einfach um die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Ja, das war riesig. Ich habe mir eigentlich so versucht zu sagen, dass es wie ein normales Handballspiel ist, dass ja, das Feld ist immer gleich groß und so, ja, aber wo man dann so, wenn man die Nationalhymne hört, dann wird einem schon bewusst, dass es einfach was ganz Besonderes und was Riesengroßes ist. Und ja, dass ich dann mein Länderspieldebüt eigentlich bei einer Europameisterschaft in der Hauptrunde gebe, damit hätte ich in meinem Leben nicht gerechnet. Ja, ich kam halt an und eigentlich die einzigste Größe, die es in Torwarthosen gab, war XXL, weil ja, Yogi und Till Klimke und Andy Wolf, ja, sind natürlich deutlich größer wie ich, deshalb gab es da nur die Größe, musste dann halt durch. Ja, ansonsten glaube ich, dass wirklich jeder, der da neu dazugekommen ist, wirklich alles gegeben hat, so gut wie es ging, auch in der Situation, weil mir ja klar, die anderen haben eine normale Vorbereitung gemacht auf die EM, glaube ich, ab dem 1. Januar. Jetzt, wo dann so nach und nach dazugekommen sind, wir haben vielleicht ein, zwei Mal Handball trainiert vorher, aber ich glaube, dass jeder wirklich alles da reingehauen hat und auch der Zusammenhalt in der Mannschaft war überragend. Auch wir negativen Spieler haben immer den positiven Spielern, wenn man es mal so sagen will, dann das Essen vors Zimmer gestellt, dass die da versorgt sind. Und ich glaube, dass es in Zukunft so schon jetzt den Zusammenhalt auf jeden Fall gestärkt hat. Nein, ich hätte mir ein bisschen, ja, man will natürlich immer mehr. Ich glaube, das erste Spiel gegen Spanien, das war echt gut. Dann zu Norwegen, Schweden war ich nicht so zufrieden und Russland war so nochmal ein versöhnlicher Abschluss. Ich glaube, wenn ich alles so nüchtern und realistisch für mich betrachte, dass ich eigentlich ja auch von der Couch gerade ja, 6, 7 Tage im Training war, da davon waren nur 2 Handballeinheiten, der Rest waren Tests und alles. Und dass man dann noch betrachtet, dass es mein erstes Mal war, glaube ich, kann ich schon im Großen und Ganzen irgendwo zufrieden sein. Habe aber schon gesehen, wo ich mich noch verbessern muss, um da vielleicht Fuß zu fassen. Ja, ich schau mal. Also ich bin jetzt zumindest mal auf der großen Liste mit drauf. Das ja, mein Name kennen Sie jetzt auch mal. Und ja, ich versuche jetzt in der Bundesliga einfach hier bei Frischauf weiter gute Leistung zu zeigen. Ich glaube, wir haben auch noch eine richtig schwierige und coole Rückrunde vor uns. Hoffentlich mit vielen Zuschauern in der Halle, wenn es geht. Aber ja, ich schaue einfach. Ob ich jetzt nochmal zu einem Lehrgang eingeladen werde oder nicht, wenn das kommt, dann wäre das cool. Aber wenn es nicht kommt, dann arbeite ich einfach weiter wie vorher auch, dass es vielleicht irgendwann mal nochmal kommt.